Ja, herzlich willkommen zur heutigen Pressekonferenz anlässlich unseres Spieles am kommenden Sonntag gegen den FSV Frankfurt. Die PK findet heute statt, da am Freitag ein Feiertag ist, am 3. Oktober. Und von daher sind wir einen Tag früher dran. Und ich darf gleich unserem Trainer Alois Schwarz das Wort geben, wie die Ausrichtung für den kommenden Sonntag sein wird. Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen zur PK heute. Ja, wir haben zwar noch ein paar Tage bis zum Sonntag und deswegen haben wir da noch ein paar Trainingseinheiten übrig, wie das dann oder wie wir das gegen den FSV machen wollen, haben wir noch ein bisschen Zeit. Der FSV Frankfurt ist mit Sicherheit nicht so aus den Startlöchern gekommen nach den 8 Spieltagen, wie sie sich das mit Sicherheit gewünscht haben. Sie haben mit 5 Punkten stehen sie ganz unten gerade und haben den einzigen Sieg, den sie errungen haben, auswärts geholt. Beim Absteiger 1. FC Nürnberg und da haben sie ein bisschen natürlich damit zu hadern. Ja. Die haben jetzt im letzten Spiel, wo ich sie gesehen habe, auch gegen St. Pauli 0-2 aufgeholt. Also die Mannschaft findet sich auch langsam, die Mannschaft weiß auch mit den Dingen umzugehen. Für die Mannschaft ist es nichts Neues, in den Tabellenregionen zu stehen. Sie haben einen erfahrenen Trainer, der damit in Ruhe umgehen kann und deswegen ist es kein Selbstläufer. Eine Mannschaft, FSV Frankfurt, gefestigt, die als Mannschaft lebt, die auch letztes Jahr lange unten mit zu tun hatte und es dann wieder geschafft hat. Und das wird eine Mannschaft sein, die sich hier natürlich mit allem, was sie hat, gegen die Niederlage wehren wird, die wir natürlich von uns aus hier alles abrufen müssen, um die Punkte hier im Hartwald behalten zu können. Bei uns war es natürlich so, dass wir die letzten Spiele vor dem Braunschweig-Spiel richtig erfolgreich punkten konnten. Und in Braunschweig hat die Mannschaft auch ein gutes Gesicht gezeigt beim Bundesliga-Absteiger. Bis natürlich dann das 0-1 fällt aus dem Nichts. Braunschweig konnte nachlegen, 0-2. Was positiv war, sind nicht auseinandergebrochen, wir haben die Ordnung gehalten. Und wir haben trotz allem dann noch auf das Tor gespielt, das uns auch noch gelungen ist. Das heißt, wir sind einen Schritt weiter, wie die letzten Spiele auch, dass wenn man so Rückschläge bekommt, dass man nicht auseinanderfällt, sondern dass man da wieder anknüpft und dieses Gesicht zeigt, die man auch im letzten Jahr ständig zeigen konnte. Das heißt, mit Disziplin, mit Teamgeist und vor allen Dingen den Willen, das Spiel unbedingt gewinnen zu wollen, sind wir wieder an richtigen Schritt nach vorne gekommen, wenn es auch eine Niederlage war. Ausfallen werden Adler, Jovanovic, Graz, Zillner, die ja alle Langzeit verletzt sind. Pagarada hat mittrainiert. Das war ordentlich, noch nicht ganz, aber da haben wir auch noch ein paar Tage Zeit. Und Manuel Stiefler. Manuel Stiefler hat heute auch das erste Mal mit der Mannschaft trainiert. Das heißt, dass wir wieder eventuell 2 Alternativen haben für das Spiel gegen Frankfurt. So, vielen Dank, Alois. Sind Fragen an den Trainer? Im Prinzip ist das ein Spiel, wenn man drinbleiben will, dass man gewinnen muss. Weil wenn, wie sehen Sie das? So, dass man muss, das ist immer so eine Sache, man muss, man will. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende, dass man Spiele gewinnen will. Vor allen Dingen auch zu Hause. Wir haben jetzt im letzten Spiel auch hier gegen 60, es war eine tolle Euphorie im Stadion. Es war hat mich wieder daran erinnert, an Spiele, die wir hier abgeliefert haben letztes Jahr. Wenn wir das abrufen, dann werden wir auch die Punkte hier behalten, mit den Zuschauern zusammen. Und ich glaube, das ist das Entscheidende. Da habe ich immer wieder darauf aufmerksam gemacht, dass wir nur gemeinsam in dieser Liga bleiben können. Und wir haben gute Schritte getan. Und wenn wir das gemeinsam auch so angehen gegen den FSV, dann denke ich, dass wir die Punkte hier behalten können. Letztes Jahr gab es ein 0-3, da habt ihr die regelrecht ausgekontert. Die Mannschaft, ist die noch so ein bisschen zusammengeblieben? Kann man Vergleiche ziehen gegenüber letztes Jahr zum letzten Jahr oder ist das jetzt wieder eine völlig andere Situation?
Die Mannschaft hat sich ein bisschen verändert. Natürlich muss man schon sagen, dass Spieler wie Lecky oder Görlitz, die den Verein verlassen haben, der Mannschaft ein bisschen fehlen, die natürlich hier ihre Qualität reingebracht haben. Das sieht man jetzt auch Lecky in Ingolstadt. Aber letztendlich ist ja jedes Spiel neu. Jedes Spiel muss erst gespielt werden. Und wir müssen nur das, was wir die letzten Spiele abgerufen haben, wieder abrufen, nichts anderes. Und da gibt es auch nicht den Favorit, 5 Punkte oder 10 Punkte, sondern das Spiel fängt bei 0 an. Und ich habe immer gesagt, wir sind in keinem Spiel Favorit, wir müssen das abrufen in unserer Art und Weise. Dann werden wir die Punkte auch einfahren. Der Lukas Kübler könnte wieder spielen. Wie sieht es da aus, eher Kübler oder vielleicht doch eher Pfetzl, dass die Mannschaft so bleibt? Ja, Lukas Kübler hat seine Sache ja gut gemacht gehabt in den Spielen, die er gemacht hat. Musste natürlich jetzt durch die dumme, fast unberechtigte gelb-rote Karte natürlich pausieren. Marc Pfetzl hatte wieder seine Chance gehabt in Braunschweig und es war auch nicht so schlecht, deswegen bin ich da froh, dass man auf jeden Fall hier eine Alternative hat. Und wie ich mich dann entscheiden werde, da warte ich noch die Tage ab. Die obligatorische Frage nach dem Sturm. Das hängt wahrscheinlich auch ein bisschen davon ab, ob der Manuel Stiefler wieder kann. Wie zuversichtlich sind Sie denn da, dass Sie vorne umstellen oder bleibt es eher so bei diesem System mit dem Einmannsturm? Ja, das Schöne ist, dass wir dann noch ein paar Tage haben. Manuel Stiefler hat heute das erste Mal mit der Mannschaft trainiert, genauso wie Paccarada, die jetzt langsam wieder da rankommen, um mehr Alternativen zu geben. Und das war ja in Braunschweig nicht schlecht, wie wir es so gemacht haben, wie wir da umgestellt haben. Denkbar ist, dass wir das ähnlich behalten, aber es ist auch nicht denkbar, dass wir einen Wechsel machen. Also das wurde nur von außen immer so eingetragen. Also ich war ja mit den Spielen bis auf Ingolstadt. Und wenn man Ingolstadt sieht, wo sie jetzt stehen, ja, war ich sehr zufrieden. Und dann muss auch eine Mannschaft mal nach, ich glaube, das sind jetzt 15 Monate dann, mal so ein Spiel zugestehen. Wir hatten ja vorher keinen solchen Ausreißer. Und wir haben auch in der Art und Weise, ob das in Darmstadt war, wo wir dann 1-0 verlieren mit 10 Mann, ob das zu Hause gegen Kaiserslautern war oder in Pauli haben wir ja gute Ergebnisse, keine guten Ergebnisse, aber gute Spiele abgeliefert. Also war ich mit der Art und Weise zufrieden, wir haben uns nur nicht belohnt. Und die Spiele dann, ob das dann Greuther Fürth war, da haben wir uns belohnt. In Aalen haben wir uns schwer getan, haben uns auch belohnt, weil wir nicht auseinandergefallen sind, haben wir es nicht auseinander dividieren lassen. Die erste Halbzeit war nicht so gut. Ja, aber da stimmte dann das Ergebnis und im Spiel gegen 60 war mir klar, verdienter Sieger. Und deswegen hat die Mannschaft hat im Verhältnis zum letzten Jahr bessere Spiele abgeliefert, muss man einfach so sagen, mehr Torchancen rausgespielt wie letztes Jahr zu diesem Zeitpunkt. Und wir haben auch, wenn man den Strich drunter macht, einen Punkt mehr wie letztes Jahr. Nur man sieht, das letztes Jahr war es etwas anders. Man ist ja in der Liga geblieben, war alles toll, klasse und jetzt ist der Anspruch anders geworden. Das ist der Unterschied. Ihr habt im Gegensatz zum letzten Jahr jetzt jemanden, der regelmäßig trifft vorne. Ist der Druck vielleicht auf den Andrew Guten ein bisschen sehr groß? Jetzt spielt er gegen seinen Ex-Verein. Nein, also der Druck ist auf ihn nicht groß. Ja?
Warum soll er auf ihn groß sein? Der Junge soll so spielen, wie er es gerade macht. Er hat Spaß an dem Spiel. Er gliedert sich ein, er ist fit. Ne? Er ist richtig fit, das habe ich ja gesagt. Er braucht Zeit. Er hat natürlich jetzt auch Spielpraxis, die er vorher bei seinem Ex-Verein beziehungsweise auch bei dem Ex-Verein davor auch nicht so unbedingt hatte. Und er hat jetzt 4 Tore gemacht. Wir hatten letztes Jahr auch einen, der hat getroffen, das war Adler, der hat 9 gemacht. Deswegen, wir haben jetzt 8 Spieltage gespielt. Wenn es so weitergeht, werden wir uns richtig freuen. Aber da müssen wir erstmal abwarten, ob es dann so weitergeht. Ja. Der Junge ist auf einem guten Weg. Insgesamt die Mannschaft ist auf einem guten Weg. Er macht die Dinger gerade rein. Und Manuel Riemann hält sie, wenn man mal versieht, hinten und vorne. Und in der Mitte wird gut gearbeitet. Also wir sind im Kollektiv sehr gut zusammengewachsen. Nee, die hat er selbst getroffen. Ich kenne ihn ja schon, er hat auch in der U23 bei mir alle 11 Meter geschossen. Und ich glaube, er hat einen mal verschossen, ne? Aber das kommt auch mal vor. Sie haben gesagt, der FSV Frankfurt kommt auch über die Mannschaft, über das Kollektiv. Wo sehen Sie noch die Stärken beim Gegner am Sonntag, auch von den Einzelspielern her? Von den Einzelspielern. Sie haben natürlich Spieler, die schon lange in dieser Liga spielen. Wir haben mit Balic einen sehr erfahrenen Spieler dazu bekommen. Sie haben vorne mit Kaplani einen, der immer für 10 Tore gut ist in der Runde, der immer wieder trifft. Sie sind eine sehr robuste Mannschaft, eine sehr kopfballstarke Mannschaft auch. Und da müssen wir unser Hauptaugenmerk drauf legen, dass wir hier dieses robuste Spiel mitmachen, unsere Laufstärke an den Tag legen. Versuchen, auf Abschluss zu spielen, dass wir in keine Konter laufen. Und und da müssen wir halt eins mehr machen als der Gegner. Der Jovanovic war letztes Jahr so stark da in Frankfurt. Wie sieht es mit dem aus? Kommt der Ball zurück? Habe ich das richtig gehört? Also beim Rani sieht es so aus, dass er sich wirklich gut entwickelt hat in seiner Reha. Er wird, wir werden versuchen, nächste Woche ihn sporadisch mit einzubeziehen in kleine Spielformen, in Passspielformen. Um ihn da mal wieder das Gefühl der Mannschaft mitzugeben und ihn da langsam und richtig langsam aufbauen. Dann habt ihr Pause, ist mit dem Kevin Kratz zu rechnen dann auch in nächster Zeit wieder? Ja, dann kommt die Länderspielpause, das ist für diese Spieler, gerade wie Jovanovic oder Kratz, natürlich auch ein gutes Entgegenkommen, um da wieder näher an die Mannschaft zu rücken. Der Kevin Kratz wird dann auch nächste Woche so ähnlich anfangen wie Jovanovic. Macht ihr frei nächste Woche oder habt ihr irgendwas vor dem Programm, habt ein Testspiel? Da sind wir gerade noch am Planen, was wir tun. Ja, in der letzten Saison kamen knapp 300 Fans aus Frankfurt und in dieser Kategorie ist auch damit zu rechnen. Da auch Anmerkung zum FSV Frankfurt, das ist ein Verein, der mittlerweile 7 Jahre in der zweiten Bundesliga spielt und von diesen 7 Jahren einmal oben dran schnuppern durfte, ansonsten immer um den Klassenhalt gespielt hat, der weiß, auf was es ankommt. Und der mit Sicherheit eine Mannschaft hat mit Qualität und auch mit dem Umfeld, wo man damit umgehen kann. Und deswegen ist es nicht so einfach, auch gegen diesen Gegner zu bestehen und von vornherein von einem Muss zu reden. Aber es ist natürlich eine Mannschaft, die wir schlagen wollen und gerade im Heimspiel.
Und vor allen Dingen auch mit der Rückendeckung, die in den letzten beiden Heimspielen da war, mit unseren Fans von allen Tribünenbereichen heraus, denke ich, ist es machbar, diesen Gegner zu schlagen. Und das zeigt aber, dass wir eben zusammenrücken müssen und gemeinsam auch mithelfen müssen, der Mannschaft auf dem Spielfeld zu helfen. Und dann ist es sicherlich keine unlösbare Aufgabe.